Ist euch eigentlich schon jemals aufgefallen, dass wir da Köpfe hängen haben? Ja, mir gerade eben. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4, meine Lieben. Ich habe gerade mit den Schiffen, wie ich schon mal angekündigt hatte, habe ich gerade mit den Schiffen ein wenig, wunderschön. Erwartende Befehle! Feuer! Ich habe gerade, na, jetzt komme ich nicht drauf. Wie heißt es denn? Bereit zu feuern, Sir! Ich habe die Flotte, auf jeden Fall, ich hab die Flotte gerade bearbeitet. Daneben! Verdammt! Da ist die Schwachstelle! Fühlen sich alle, ich werde die einfach... Natürlich treffe ich genau in dem Moment nicht. Wenn ich fertig bin, sieht's aus wie... Feuer! Aha! Die stehen am Tor zur Hölle! Bereit zum Schießen, Captain! Hab ich schon? Hab ich schon. Okay, gut. Ja, diesmal werden wir uns auf zum Weg zum Assassinenpunkt machen. Was haben wir denn da hinten? Ah, oh, so ein Fels. Okay, ich dachte schon, dass das ist irgendwas Großes, was im Meer schwimmt. Ja... Und wie gesagt, ich habe ein paar Missionen gemacht, habe ein paar Routen auf grün gestellt und habe die Schiffe losgeschickt, die wir hatten. Ich habe es erstmal nicht abgefragt, ich habe es erstmal so losgeschickt. Wie gesagt, das hat jetzt ungefähr eine halbe Stunde gedauert oder so. Es ist schon sehr zeitaufwendig. Deswegen mache ich das wahrscheinlich jetzt immer danebenbei. Ist ja wie gesagt immer dasselbe. Wenn ich mal irgendwelche Neuerungen habe da drin, dann zeige ich euch das immer. Ansonsten ist es nur ein Geldwert. Da hinten ist eine Festung, und das ist die wir eingesammelt haben. Da ist gerade... Nein, habe ich mit links. Habe ich doch schon. So, wunderschön. Ist gut genug. Auf dein Zeichen, Captain. Na los, komm her. Am Ziel vorbei. Und rammen, Baby. Ich hab dich. Da ist die Schwachstelle! Na? Wunderbärchen, und da haben wir das Schiff gleich. Wir haben jetzt noch drei... Ich habe noch einen neuen Dock noch gekauft. Wir haben... Und das nächste, der kostet uns 600, und wir haben noch 350 Diamanten. Das heißt... oder Edelstein, ich weiß gar nicht, ob es Diamanten oder Edelstein. Auf jeden Fall können wir uns noch drei Schiffe leisten. Eins haben wir verloren. Ansonsten nichts Großes. Schiff verloren, gut gesichert. War nichts Besonderes. Bringt jetzt, wenn ihr eure gelben Häute retten wollt. So. Komm gut, gut. Ach Mann. So, ja. Auf da. Bin ich da, bin ich. Oh mein Gott, ich weiß, ach, da bin ich. Ach so. Ich sehe immer nie, wo ich bin. So, okay, das war anscheinend schon. Ich sollte die Fässer auf jeden Fall sprengen, bevor meine Crew an Bord ist, weil ich habe das Gefühl, ich bringe immer mehr und meine eigenen Leute weg. So, dann zeig mal. Oh, wir haben 2,5 Dinger schon. Ist ja wie bei GTA. Okay, in Kenway's Flotte aufnehmen. So eine Statusverringerung können wir immer noch bei irgendwelchen Politikern. Öffnen und trimmen. Und da sehe ich eine Flasche. Die holen wir uns natürlich. Wäre ja auch fatal, wenn nicht, ne? Ich weiß gar nicht, was die ganzen Schatzkarten, die bringen uns, glaube ich, nur zu Plänen und sowas. Ich stehe noch mal dabei, aber ich habe das immer nie gelesen. Ich bin schlecht, ich habe es nicht gelesen. Mars und Klappsegelberg! So, und Verlüps! Chef im Meer! Captain im Salzlager! Und was es nicht alles gibt! So. Da haben wir auch schon die erste Flasche. Aber es ist keine Niete. Flup!
Okay, wie er sich das in den Arsch schiebt. Achso, das ist sowas. Okay, wir sind auch so. Aber es eigentlich gar nicht liest und wir es trotzdem lesen. Raff ich nicht, aber ist so. Ich habe so eine Insel, hat man sogar schon mal. Oder es waren Dinge mehr, ich weiß nicht. So, Silberkreuz für 90 und noch ein bisschen was anderes gefunden. Und wir begeben uns wieder aufs Schiff. Ist unser Schiff größer geworden mittlerweile? Nee, wir müssen den Rumpf dazu ausbauen, damit es größer wird. So, rum. Und Props. Entschuldigung. Adewell. Boah, Mann. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Es tut mich leid von die Herzen. So, da sehe ich noch eine Fracht liegen. Fünf Metall, na genau, das kommt uns doch richtig gut. Nein, da würde ich jetzt nicht. Nee, komm. Und wir begeben uns in Richtung Assassinenauftrag, denn den wollen wir heute auf jeden Fall abschließen. Ich sehe gerade, der ist gar nicht mal markiert. Was ist denn das da hinten? Ist das ein gestrandetes Großkampfschiff? Und was ist das? Eine Metallbrick! Eine Metalbrick sozusagen. Hier war doch gerade irgendwas. So, da haben wir einen. Und da ist die nächste Schrott. Wir sind echt mittlerweile ziemlich gefürchtet, habe ich so das Gefühl. Wo ist das dritte Schiff hin? Oder haben wir das aus Versehen im Vorbeirauschen kaputt gemacht? Ich bin mal gespannt, was das da hinten für ein riesen Schiff ist. So, das hier hole ich mir auf jeden Fall als richtiges Schiff für die Crew. Zerreißt die Jungs mit aller Kraft! Und die anderen Schiffe lege ich dann einfach in Schutt und Asche. So. Wo sind die Pulverfässer? Pulverfässer? Pulverfass. Lade ich halt nochmal nach. Ich glaube, es ist sogar eine Legende, wenn man einfach auf seinem Schiff sitzen bleibt. Und von hier drüben alles macht. So, der ist gleich down. Noch ein Schuss. So, das war's. Macht so voll Spaß, von hier muss ich einfach sitzen. Ein bisschen draufhauen. Ist jetzt meiner Leute umgebracht? Eins meiner Leute. So, 8 von 10. Die Pistolenmunition ist halt ein bisschen kostbar, ne? 9 von 10. Und den letzten, mal schon noch Winning kriegen noch. Jawohl, den haben wir gekriegt. Wunderschön. Hat uns halt 10 Kugeln gekostet, aber... ist ja auch nicht so schlimm. Für die Crew gebe ich gerne mal 10 Kugeln aus. Na ihr Süßen, was geht? Metall, Zucker, Schwertekugeln und 3 Crewmitglieder in Kenways Futter aufnehmen. Gibt's mehr als 3 Zeichen? Dann kommen wir bestimmt. Ja, das ist ja geil, wenn dann irgendwann so Level 30er Schiffsjäger kommen. Das wäre schon ziemlich cool, weil dann könnte man die dann einfach auf sich zukommen lassen und für die Flotte nehmen. Gib mir etwas Fahrt! Feuer! Flop, weg damit. Bereit zu folgen! Die Segel einholen! So. Das wird sie versenken! Wir schauen jetzt gerade, es gibt doch mehr als 3. Krass. Feuer! Machen Sie auf den Grund! So, der ist auch weg. Bereit zu Feuer, Sir. So, was haben wir denn hier noch? Greif die Top- und Plamsegel! Feuer! Oh, schnell, Flop. Feuer! So. Okay, gut.
Was ist das jetzt? Schiff? Mehr Segelmänner! Was soll das sein? An die Starken, fangt den Wind! Wäre geil, wenn ich das mir so einfach nehmen könnte. Ich glaube es aber fast nicht. Segel setzen! Segelreffen raus aus der Böe! Sieht doch aus, wenn da Feinde drauf wären. Großsegel rein, Bramsegel reffen! Captain im Wasser! Das sind Feinde! Hier ist irgendwas passiert. So, kommt schon her. Gute Nacht. So. Assassinenaufträge, sie wurden entdeckt. Ach, das ist der Assassinenauftrag. Ach so. Ich gucke mal, ob die ein paar Kugeln dabei haben. Weil wir ja gut verballert haben. Aber anscheinend nicht so wirklich. Okay. Geh mal andersrum, das sieht ein bisschen gefährlich aus von der Seite hier. So, ich hoffe, mich hat keiner gesehen. Hab mich jemand gesehen? Stopp nicht. Uss! Aua! Na dann halt nicht, ich mach was halt auf die brutale Art und Weise. Gute Nacht. Und der letzten. Und da sehe ich sogar eine Karte, cool. Das war wahrscheinlich der letzte, dass ich versucht habe hier ranzutrauen. Und noch gleich eine Insel. Ah, also die ist ein... Ja, ich will es gar nicht wissen jetzt. Ich will einfach nur hier... das Zeug einsammeln. Suchen kann ich später immer noch. So, da haben wir noch eins. Flips. Der Typ hat aber auch in der ganzen Karibik seine Tagebücherseiten verteilt, oder? Worauf wartet ihr? Das jüngste Gericht? Bla 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 bla. Ja, ja, will keiner wissen. So, weiter geht's. So, zwei tot. Ja gut, der dritte zugleich, wollte ich eigentlich sagen, aber hat da nicht ganz geklappt. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Toll. Das ist der, den wir umbringen müssen. Ah, schön, dass der mich sich freiwillig ausgibt. Tschüss. Flatsch, flatsch, flitsch, flutsch. 1000, der Schatzjäger, Auftrag ausgeführt. Na wunderbar. Was haben wir denn noch hier so auf der Insel? So, was Spannendes. Ocelot, Leguan. Sonst war es das schon. Wir haben hier den Punkt haben wir erforscht, okay. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir Ocelots brauchen. Ocelot, Ocelot, Ocelot. Herstellung. Nein, Herstellung. Nein, Herstellung. Ich hab was. Ich hab das, ich krieg das hin. So, Pistolenholster, Buckelwal, Jaguar, Ocelot, 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 Ocelot. Hä, wieso brauch ich Ocelot? Ach, Katzenfellmontur. Haijägermontur. Hey, cool, die kann ich craften. Bestätigen. Moment. Walfängermontur. Sieht gleich aus.
Jägermontur, Katzenfellmontur. Haben wir, brauchen wir einen Ocelot dafür. Okay, dann hole ich mir mal jetzt so einen Ocelot. Was ist das? Ach, wir haben gewechselt oder wie? Entschuldigung, du bist Geld. Tut mir leid. Du kannst ja nichts dafür, dass du als Geld geboren wurdest. Das ist echt böse, die Aussage. Boah, das ging schnell. Die ersten drei sind weg. So, der ist weg. Und der ist auch weg. Und was ist das für ein riesen Schiff hier, Alter? Krass. Also vorstellen, du siehst die Schiffe ja immer nur bis da oben und der ganze Rest des Schiffes, der ist ja unter Wasser, den siehst du ja eigentlich nie. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo hier Ocelots sind. Schon mal die Pistole bereithalten. Ocelots! Leider muss ich es töten, das ist eigentlich ein sehr schönes Tier. So, zwei Stück. Häuten. Und noch einer. Eigentlich voll das schöne Tier, aber leider. Ist es auch ein wichtiges Instrument für mich. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Tiger oder so und dann geht's weiter. Da war gerade irgendwas im Wasser. So. La 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 li lu. Leila li la da de. Yippie yippie ya ya. Yippie yippie da 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 di da da de. So, hoch mit uns. Ah, passt schon irgendwie die neue Montur. Sieht irgendwie cool aus. So. Und damit, meine Freunde, tschüss bis zum nächsten Mal. Denn heute war es das auch erst einmal wieder. Und wir sehen uns morgen. Adios, amigos.